Hallo zusammen, mich ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Torgas-Video zeigen. Wir wollen einmal durch die Seelenschmiede fürs Achievement durch und zwar den perfekten Run mit 5 Diamanten. Und dazu habe ich einmal die Seelenschmiede schon soweit freigeschalten auf quasi Stufe 16. Und jetzt müssen wir insgesamt 200 Punkte erspielen, dass wir dementsprechend das Achievement einmal kriegen. Ich hau mir vorher einmal hier ein bisschen Flask rein, Barfood haben wir drin, dann einmal noch ein Öl drauf, eine Rune können wir auch noch mitnehmen. Ich habe nämlich leider noch kein Set und auch meine Trinkets sind jetzt nicht so perfekt, aber dafür haben wir jetzt mittlerweile schon Double Legendaries. Und ja, gucken wir mal, ob das was wird. Ich habe es vorhin schon einmal probiert, da habe ich es knapp nicht geschafft und ich hoffe, dass das diesmal was wird. Okay, hier haben wir jetzt nicht so optimale Trades, aber diese Dings kann ich zumindest defensiv schon mal mitnehmen. Diese Schlundratten sind am Anfang ganz nett, hast ein bisschen mehr Leben, hast einen kleinen Puffer da tatsächlich, das kann man eigentlich ganz gut machen. Jetzt schauen wir mal, was wir hier für eine Ebene haben. Ich muss nämlich gucken, dass wir verschiedene Sachen am Anfang schon einmal abhaken können. Und zwar müssen wir 2 Elite in einer relativ kurzen Zeit killen. Das wäre schon mal gut. Okay, ich glaube, hier geht es nämlich tatsächlich auch weiter. Komm, konvoken wir hier schon mal. Hier muss man immer so ein bisschen gucken, ne? In der Seelenschmiede, es gibt hier diese Caster, die hauen leider so ein Spell raus, wo sie dann quasi so eine E-Heal anstimmen, ne? Und wenn man den sieht, muss man sofort interrupten. Das kann immer ein bisschen eklig sein. Wenn man hier riesige Puls macht, dann kann das teilweise nach hinten losgehen. Okay, na gut, das ist irgendwie auch nicht so toll. Bis jetzt bin ich von den Trades noch nicht so überzeugt, wenn ich ehrlich bin. Muss man noch gucken, wo es jetzt hier weitergeht. Ich glaube, da oben geht es tatsächlich weiter. Das ist auch nicht gut. Das ist so Medium, würde ich mal sagen. Ich glaube, da hinten geht es weiter. Also ich versuche erstmal immer den anderen Weg zu gehen. Ja, okay, also da geht es nicht weiter. Da ist dann der Weg. The way to go. Gut, hier haben wir schon mal alles weg. Ich habe jetzt den Speed mitgeskillt an den Korridorwänden. Ne? Das bringt mir jetzt kein Damage. Ich muss eigentlich alle Sachen skillen, die halt maximal DPS bringen. Kann jetzt eigentlich hier nochmal reinkonvoken. Shockwave. Schon mal Inka ziehen. Vielleicht könnte ich oben dann einen größeren Pull machen, aber egal, wir ziehen jetzt hier schon mal Inka. Ich bräuchte halt... Komm, nehmen wir mehr Phantasma mit, das bringt natürlich jetzt hier eigentlich auch nicht so viel. Ich habe bis jetzt noch keinen guten Trade gekriegt. Das ist jetzt irgendwie nicht so gut. Nicht ganz so gut. Bis jetzt gelaufen. Das Ding ist, wenn ich einmal außen rum laufe, dann habe ich oft die Problematik. Wisst ihr was, wir ziehen das Ding jetzt hier einfach. Es sind jetzt zwar eigentlich viel zu wenig Mobs und ich habe keine CDs ready, aber in dem letzten Run lief es mir so, da habe ich das Ding ewig gespart und dann konnte ich es im ersten Ebene gar nicht mehr ziehen und dann habe ich das eigentlich komplett hergeschenkt. Und das war mir dann fast ein bisschen arg. Deswegen versuchen wir jetzt zumindest hier den einen Elite noch reinzukriegen. Vielleicht noch ein paar kleine. Gucken wir, dass wir vom Strahl nicht erwischt werden. Weil sonst ist das gibt es auch mal so einen Bonus, dass man von den Strahlen nicht erwischt werden darf, ne? Gibt einen Bonus, dass man keine epischen Trades nimmt und lauter so ein Zeug. Das ist jetzt irgendwie auch nicht ganz so prickelnd. Warte mal kurz ab. Ich glaube, da geht's weiter. Die Frage, komme ich an die Kiste ran, ohne dass ich vom Strahl getroffen werde? Wahrscheinlich muss ich mich hier hinstellen. Gucken wir mal, so Kisten kosten dann auch immer schön Zeit. Perfekt. Vielleicht fliege ich dann jetzt runter, ne? Hallo? Ach, ich habe das eine nicht gesehen, ne? Das ist halt beides komplett gewastet. Perfekt. Okay, hier ist sonst nichts mehr, ne? Halt, da hinten sind noch Vasen. Rein da.
bei dem Speed muss ich mal ein bisschen aufpassen. Wenn es blöd läuft, bist du dann zu schnell unterwegs und dann fliegst du irgendwo runter. Hier ist der Endboss. Perfekt, wir haben den Endboss auch noch mit reingepult. Convoken wir hier mal so ein bisschen. Inke habe ich auch gleich wieder. Ah, shit, wir haben zwei Mobs dabei, die diese Voids legen. Aufpassen, auch mit den Interrupts. Shockwave. Ach. Ich hoffe, ich brauche den Interrupt gleich nicht. Wenn er sich heilt, aber gut, ich kann noch einmal desorientieren, ich kann noch einmal knockbacken. Manchmal interruptet der Knockback nicht, ne? Wenn es blöd läuft. Hier von dem lila Zeug will man immer nicht getroffen werden. Aber das kann dann blöd ausgehen. Dann hast du nämlich die ganze quasi den ganzen Torghast-Run irgendwie ein Damage-Malus und das ist nicht so top. Na, das Tank ist eigentlich das Defensive halbwegs okayisch. Ich brauche halt eigentlich nur Damage im Optimalfall. Ich habe bis jetzt leider keinen Damage-Trade, der gut ist. Ja, ich glaube, ich habe noch überhaupt gar keinen Damage-Trade. Ich glaube, wir haben alles mitgenommen. 23 ist zum Medium, 94 ist nicht gut. Nee, die Dinge sind nicht schwer, aber halt die Diamanten zusammenzukriegen, da muss ich jetzt ein bisschen gucken, ne? Machen auch ein bisschen zu wenig Schaden. Wenn ich einen Z-Bonus hätte, dann wär's wahrscheinlich ein Ticken besser. Das Ding ist... Oh shit, da will ich nicht drin stehen. Ich könnte so viel mehr zusammenziehen. Also ich könnte so einen Riesenpull machen, aber die Mobs resetten die halt blöderweise, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Shockwave. Ich werde jetzt gleich oben, müsste in den größeren Raum dann gleich kommen. Da werden wir dann gucken, dass wir einmal das hier ziehen, einmal Inka noch mit reinziehen. Und dann schauen wir mal. Werden wir hoffentlich da einiges an Prozenten kriegen, wenn es gut läuft. Den Geist nehmen wir noch mit. Ein Ticken kann ich es noch ausmaxen, oder? Nee, wir sind schon auf... Bei die mache ich jetzt hier noch weg und die anderen ziehe ich dann oben mit rein. Mal halt... Overcapped. Oder ist da schon Feierabend? Schauen wir mal. Ja, wenn ich die jetzt alle pull, dann werden mir die resetten, ne? Wahrscheinlich. Shockwave. Ach, fuck, die resetten. Das ist so dumm. Das meinte ich. Ich könnte halt so viele zusammenpullen, aber die resetten halt dann einfach. Sind sie halt alle wegresettet. So dumm ist das. Shockwave. Ja, es waren hoffentlich jetzt zumindest ein paar Prozent. Ja, das ist zumindest ja eh technisch gar nicht so schlecht. Ich bräuchte aber halt hauptsächlich Single-Target, wenn ich ehrlich bin. Jetzt muss ich ja zurücklaufen und die wieder einsammeln. Also ich denke mal, wir haben schon einige da reingekriegt in das AE. Es waren halt blöderweise keine Elite-Mobs. Und ich bräuchte halt im Optimalfall zwei Elite-Mobs, die ich in einer kurzen Zeit töte, ne? Also da gibt es auch nochmal so einen extra Bonus. Und das ist halt schon recht nice. Ich werde diesmal auch keinen epischen Trade nehmen. Dann kriege ich vielleicht zumindest den Boni. Super, jetzt kriege ich die ganze Zeit Live-Trades. Das bringt mir auch gar nichts. Bin gerade überlegen, habe ich schon irgendwas, was mir mehr Damage bringt? Ich glaube nur das Hauen-Ding, ne? Brauche halt eigentlich Boss-Damage im Optimalfall. Eigentlich habe ich es auch schon verkackt. Also bei da kommt schon der Boss, also hier ist nichts mehr drin tatsächlich. Kann ich diesen Reiter da noch mit umhauen? Gehe ich jetzt einfach ein bisschen mit und mache nebenbei die Vasen. Schauen wir mal, ist hier nochmal so ein Ding? Okay, ich glaube, jetzt haben wir soweit alles. Können wir den mal mit einer Eulen-Convoke wegzocken? Ich habe halt auch noch keinen einzigen Trade, dass ich mit Convoke mehr Damage mache. Habe ich denn overall?
Das ist der einzige Damage Trade, den ich habe. Das Hauen 20% mehr Damage macht, ne? Perfekt. Perfekt. Krieg den Boss gleichzeitig zumindest reingezogen, dass er sie cleaven kann. Darf halt jetzt bloß nicht resetten. Der Kollege, komm jetzt mal her hier. Kann ich euch wenigstens ein bisschen cleaven? Vielleicht krieg ich den Boss rüber, LOS'd. Weil das, wenn ich den jetzt zu weit wegziehe, kann es halt sein, dass er resettet, ne? Wenn's blöd läuft. Hat sowas von kein Single-Target-Damage. Das ist so dumm. Also das wird zeittechnisch eine ganz schlechte Nummer. Okay, der knockt mich auch noch. Ich habe halt ultimativ viel Leben, aber das bringt mir halt nichts. Guck mal, was der so dabei hat. Ja, super. Tempo. Ich könnte noch mal ein bisschen convoken. Dass man den convoke macht, hat keinen Damage. Ich bin jetzt schon bei 262k Leben. Ich habe jetzt x-mal... Ich habe das mit den Rattenbuff, dass ich mehr Leben krieg. Ich habe prozentual mehr Leben, aber keinen Schaden. Also, ja. Ah, nee, ich nehm das Ding mit. Dann gehen wir auf Mondfeuer. Das wird interessant hier. Sind da drüben nur Vasen? Nein, okay. Das habe ich jetzt relativ weit. Das kann ich dann im nächsten Stockwerk einmal reinlanzen. Da können wir dann gucken. Das will ich nicht erwischen, sonst kriege ich den Bonus nicht. Wie viel haben wir denn? 400 irgendwas. Das ist ja nicht gut, aber zumindest mehr als beim anderen, ne? Was ich vorhin hatte. Das ist jetzt irgendwie auch nicht so optimal. Was wir hier kriegen. Das kann ich mitnehmen. Das kann ich mitnehmen. Ist ja die Frage, was ich da rauskriege. Komm, ich nehme das mit. Da habe ich zumindest was, was sicher besser ist. Ach komm. Lifesteal. Ja gut, ne? Wir sind ja noch nicht defensiv genug. Kriegen wir noch ein bisschen Lifesteal. Also Lifesteal ist nicht schlecht. Versteht mich nicht falsch, aber ich brauche halt einfach Damage. Damage brauche ich. Damage. Gut, jetzt können wir eigentlich gucken. Ich hoffe, dass jetzt ein großer Raum kommt am Anfang. Das sieht jetzt irgendwie nicht nach einem großen Raum aus. Da wären zumindest zwei Elite-Mobs. Alter, dieses Low kommen. Oder ich kann jetzt vielleicht zumindest die hier. Ah, was mache ich? Ach, komm. Ja, scheiß drauf. Das ist jetzt zwar wahrscheinlich übelst gewastet, aber ich ziehe es jetzt hier einfach. Hier scheinen wieder nur leider kleine Räume zu kommen. Kann ich... Fuck, da halt schon wieder irgendjemand. Shit. Ja, vielleicht habe ich es jetzt ein bisschen gerippt hier. Alter, der Slow ist so fies. Das war jetzt mal übelst kacke. Die ganzen Elite haben sich alle wieder hochgeheilt. Das ganze Knick nicht mal viel zu wenig Schaden. Ich habe keinen einzigen von Elite in das Ding reingekriegt, ne? Gut, die haben sich zwischendrin auch ein bisschen geheilt. Also wenn das noch ein Dings-Run wird, dann friere sie echt einen Besen. Shockwave. Ich hätte eigentlich am Anfang schon rausliefen sollen, als ich den Damage-Trade am Anfang nicht gekriegt habe, ne? Naja, ich kann jetzt versuchen, die gleichmäßig zu killen. Dass ich vielleicht noch den Trade krieg. Naja, wenn du es halt alleine machst, dann bist du halt schon einigermaßen drauf angewiesen, dass du die richtigen Trades kriegst, ne? Einigermaßen. Wenn du halt nur Schrott kriegst, dann ist es schwierig. Ich muss den jetzt zumindest nur innerhalb von den paar Sekunden töten.
Komm, stirb jetzt. Selbst wenn man die Konvoke macht, hat keinen Damage, ne? Ich weigere mich, diesen Turm mit leeren Händen zu verlassen. Das versteht ihr, ja? Ich hatte halt teilweise auch Runs, wo du halt richtig krasses Dings kriegst. Da gehst du mit Inka rein, ne? Von 5 Sekunden ist einfach alles tot, ne? Und dann hast du solche Sachen, wo du siehst Convoke, der Typ hat noch 5% Leben und es macht nicht mal 5% Schaden. Wahrscheinlich kommt jetzt dann hier gleich der große Raum, oder? Nee. Gut, aber gut, dass ich es gezogen habe. Das Zeug hat zwar jetzt nichts gebracht, wenn wir ehrlich sind, aber hier sind halt lauter kleine Räume nur. Weißt du, wenn du die Viecher wenigstens halt weiter ziehen könntest, ne? Das ist halt schon das Hauptproblem. Du kannst die halt nur 5 Meter ziehen und dann ist halt wieder Feierabend. Und die mal alle da hinten rein dingsen. Shockwave. Da ging wieder ein bisschen Heilung durch. Wenn du dann irgendwann so viele Viecher hast. Alter. Shockwave. Bräuchte lieber eine Ansage, wenn sie ihre Heilung ziehen, als für die Shockwave. Shockwave. Noch mehr hauen. Ich krieg halt kein Convoke-Ding, ne? Halt, da hinten ist noch was. Ja, genau, jetzt krieg ich halt noch mal mehr Phantasma sammeln. Was ist denn das? Kann die Kack-Stats stacken. Oh boy. Was ist denn das? Das andere wäre Schlundratten gehen hoch, das bringt mir aber halt auch gar nichts. Shockwave. Ich glaube, ich hau jetzt dann im nächsten Raum das eine nochmal raus und hoffe halt, dass ich nur ein paar Prozente kriege. Ne? Dann habe ich es halt nicht für den Endboss, aber da bringt es mir jetzt eh nicht so ganz viel. Ein Free Death kriege ich. Perfekt. Wieder defensiv. Ja, da könnte ich es halt jetzt, ne? Das sind da 3 Elite, wahrscheinlich rippe ich da eher, wenn ich das jetzt mache. Shockwave. Run. Ich bin jetzt mal übelst vermöbelt. Run hier gar nicht weg. Oder mich festgekettet. Naja, den Boss kriegt dann nicht mehr rein in den Ermächtigungsbonus wahrscheinlich. Kacke, er hat gerade nicht mehr gezählt. Der hat richtig viel gebracht. Ihr wollt mich verarschen? Nochmal 25% mehr Anima? Schatztruhen aufspüren? Oder, dass man... Hört bei Arkanschaden, dass man nicht Elite-Gegner in den Dings verwandeln kann. Jetzt kommt nur noch der Boss. Was? Jetzt habe ich 3-mal mehr Anima aufspüren. Also ich habe schon oft Torgas gelaufen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal solche Scheiß-Stats hatte. Ich habe kein einziges Mondfeuer-Ding gekriegt, kein einziges Convoke-Teil. Das ist doch richtig ätzend. Keine Ahnung. Ein viertes Mal mehr Anima prozentual. Jetzt kommt der Endboss. Oder direkt Anima. Komm, ich nehme das Direct Anima. Ach stimmt, ich kann ja noch tauschen. Scheiße, das hab ich noch gar nicht gemacht. Oh, das habe ich vollkommen vergessen. Danke dir fürs Raiden übrigens, ne?
Stimmt, das habe ich vollkommen vergessen. Ich hätte ja noch tauschen können, ich bin so ein Vollidiot. Ja gut. Ja gut. Schauen wir mal. 500 muss ich überlassen, ne? Kann ich vielleicht jetzt bei den Sachen noch ein bisschen was wegtauschen? Bis zur nächsten Transaktion. Ich habe die Dinge habe ich jetzt auch wieder nicht benutzt. Halbwegs okayisch. Krit mal. Oh ja, das hätte ich noch zweimal tauschen können, ne? Okay, das haben wir jetzt vielleicht ein bisschen gewastet. Was kann ich jetzt hier noch nehmen? Alles Kacke. Scheiße, nehmen wir das hier mal. 600. Noch nehmen. Okay. Denk dran, alles hat einen Wert. Komm, ich fange mal mit Convoke hier an. Ich hab so gut wie keinen Schaden auf dem Boss gemacht. Run. Also, Boss-Speedkill haben wir auf keinen Fall dabei. Watch your step. Watch your step. Run. Ich schimpf gern, das wisst ihr doch. Watch your step. Run. Nee, warte, ich renne hier nicht, du kannst mich. Ach, der Cast ist nochmal, okay. Da muss ich doch laufen. Ich glaube, ich krieg noch Minuspunkte, wie lange ich wieder den Boss brauchen werde. Ja, schon fast lohnt zu catweaven. Watch your step. Und nochmal. Komm, ich geh nochmal in die Eule. Run. Was macht er denn jetzt? Rennt er denn da hinten? Na gut, dann können wir den einen jetzt. Ich weiß gar nicht, ob mein Kollege da hinten überhaupt Schaden macht, ne? Sieht irgendwie nicht so aus. Ich habe halt keinen Single-Target-Damage. Zumindest der eine schon mal tot. Ich glaube, da werden wir noch eine dritte und vierte Convoke machen können. Watch your step. Also ich glaube, da habe ich weniger Punkte als jetzt im anderen. Aber ich werde es nochmal probieren. Werden wir schon schaffen. Run. Lachten mich hier aus. Schon mal die ganzen Orbs, ne? Die bringen mir halt auch nichts. Kannst du dich wieder immer ein bisschen hochheilen? Watch your step. Ah, ist halt unlucky. Aber im Endeffekt ist nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Weil ich muss ja eh das Mount hier drin noch farmen. Und ja, es war dann nervig, aber keine Ahnung. Ja, ich glaube, der Boss lacht mir echt. Also, bin jetzt schon drei Minuten dran. Ich kann einfach in jeder Fähigkeit stehen bleiben. Weil ich 300k Life habe, so ein Schild ohne Ende. Also ich bin so defensiv unterwegs, aber ich mache halt keinen Single-Target-Schaden. Und ich spam halt wirklich hier schon durch, ne? Mit Hauen und allem. Also defensiv ist das alles gar kein Stress. Brauch halt einfach 5 Minuten, um den Boss zu töten. Und das nicht mal übertrieben. Ich habe schon zweimal Inka gezogen jetzt. Wie hat denn das jetzt gereicht? Das kann ich mir doch nicht erzählen. Na super, jetzt habe ich das ganze Gemotze in der Aufnahme drin. Naja, egal. Es hat doch gereicht, Leute. Okay. Seht ihr? Ich sag's euch, ich muss nur motzen, dann läuft es manchmal. Wie hat denn das jetzt gereicht? Ich hab jetzt bestimmt 5 Minuten für den scheiß Endboss gebraucht und hab so echt keinen Schaden gemacht. Gut, wir haben Abschlussbonus. Also ich ehrlich gesagt, ich hätte nie und nimmer damit gerechnet, dass das gereicht hätte. Also Abschlussbonus,
97, okay, das ist nicht viel. Ermächtigung 25 ist auch mies. Zeit 30 ist nicht gut, ist okayisch, würde ich jetzt mal sagen. Dafür, dass ich eigentlich so wenig Damage Trades hat, war es okay. Brandschatz haben wir gekriegt. Ich habe halt diese ganzen Dinger gekillt. Ich habe halt keinen epischen Bonus genommen, weil ich auch keinen gekriegt habe. Ich habe halt nur Rotze gekriegt. Räuber, habe ich abgeworfen. Retter, okay, den Typen haben wir geholfen. Draufgänger, 2 Elite innerhalb von 10 Sekunden getötet. Plünderer, alle Schatzkisten und Horter, 500 offen gelassen. Ja gut, auf die Sachen, die ich geaimt habe, die habe ich auch gekriegt. Jetzt würde ich sagen, laufen wir noch durch. Und dann hole ich mir meinen T-Mock jetzt von dem Dingsboss nur ab. Fuck, haben die mich gesehen? Ja, die haben mich gesehen. Shit, shit, shit. Lauf. Den da ist ein Rare. Wo muss ich denn hin? Oh, da hinten ist der Boss. Ich hoffe, ich krieg gleich einen Shadow Melt durch. Desorientieren wir die alle. Shadow Melt. Fuck, jetzt habe ich die Sachen abgekriegt, oder? Ich hoffe, die sind resettet jetzt. Was war mit Gruppe drin? Hatten 14 Tode und hab trotzdem 200 Punkte. Okay, das ist krass. Wie geht denn das, dass du so viele Tode hast? Du kriegst ja jedes Mal irgendwie 10, 15 abgezogen, wenn du rippst. Okay, jetzt habe ich hier gerade richtig viel gefressen, aber hier kann ich nicht ausweichen, sonst... sonst add ich die alle und die will ich jetzt ehrlich gesagt nicht haben. Weil jetzt brauche ich ja keine extra Punkte mehr. Das ist jetzt ab der Stelle hier relativ egal. Auch das Zeug ist egal. Ich mache jetzt nur noch den... im Adamantit-Gewölben-Dude, um Dings zu kriegen hier. Um potenziell vielleicht ein bisschen T-Mock zu kriegen, ne, wenn es gut läuft. Normalerweise bist du, wenn du hier auf der Ebene durch bist mit quasi einem Adamantit-Gewölbe, ne, also die 5 Diamanten geschafft hast, machst du so viel Schaden mit Convoke, dass ich den Typen oftmals einfach so weggeratzt habe. Gut, das war vielleicht auch im 12er dann, ne? Das ist jetzt ein 16er, also doch ein bisschen was mehr. Aber trotzdem, ne? Also, dass ich das mit den Rotz-Stats geschafft habe. Ich habe einfach 75% mehr Phantasma geskillt. Ich habe den Ratten-Skill, dass ich einen Haufen mehr Life habe. Ich habe, dass ich in Korridoren schneller lauf, ja? Den Free Death und sonst habe ich eigentlich fast nur Stats oder irgendwie so Heil-Orbs oder hier... auch noch so ein Movement-Speed-Gedönse. Das Einzige, was mir halt wirklich was bringt, ist der Hound-Trade. Und der macht eigentlich nur AE-Schaden. Naja. Der Endboss wird lustig, vor allem mit den ganzen Malus-Dingern, die wir jetzt haben. Jetzt kann ich einfach schon wieder convoken, ne? So dumm. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier nicht sterbe. Mal weggerotzt. Hey, ich grüß dich. Also warum ich jetzt das Adamantit-Gewölbe noch spiele fürs Achievement, ist das jetzt irrelevant, ehrlich gesagt. Aber der Mob kann halt noch einen T-Mock droppen. In Season 2 konnte er halt auch noch so ein Sockelding geben, aber das wird er wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Ich kann das Knurren mitnehmen, ne? Ein bisschen Damage ist das. Beim Endboss werden wir jetzt wieder ein bisschen tricksen. Ich werde mich absichtlich ablegen, um die Intermissions zu skippen. Das ist dann immer so eine ganz gute Taktik. So... ah, schau mal, jetzt ist hier so ein Damage Trade dabei. Den nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Rap. Das ist vor allem zweimal das gleiche, oder? Nee, das hat nur dasselbe Symbol. Perfekt. Blizzard hat ein bisschen Symbole gespart. Scheint's mir. Ja gut, was kann ich jetzt hier noch mitnehmen? Das können wir noch mitnehmen. Heilung mitnehmen, das bringt mir eigentlich auch alles, ehrlich gesagt, nichts. Oh, ich habe diese Dinger nicht eingesetzt, ne? Die habe ich schon wieder vergessen. Ach, jetzt kommen sie, die Single-Target-Trades. Sarkan-Schaden, nee. Halt, warte mal, das kann ich ja switchen. Nemonisierung. Rückstände, I don't know. Nehmen wir die Seelenrückstände. Lassen wir mal jetzt hier. Das ist alles eigentlich Nonsens. Oh. I don't know. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier hoch. Was, ob man WoW noch casual spielen kann? Du kannst WoW immer casual spielen, wenn du das möchtest. Wie machen wir das am besten? Komm, ich starte damit rein. Taunte ihn. Hab dann den Bonus drauf, dass er ein bisschen mehr Schaden kriegt. 30% mehr.
Meine Convoke macht halt trotzdem keinen Damage. Was passiert, wenn ich im Stampfen stehen bleib? Garden, okay, das juckt mich nicht. Hier sollten wir mal interrupten. Das wird halt richtig lang dauern, ne? Wenn er die Intermission macht, lasse ich mich instant rippen. Es geht schneller, wieder hochzulaufen, als die Mobs zu spielen. Weil ich glaube, alle diese Mobs hier in Torghast, die haben so eine Intermission, wo er immun wird. Und dann kommen so Viecher raus und bist relativ schnell wieder hochgelaufen, wenn ich einfach sterben lässt. Mal rausgefunden, als ich es bei der Intermission verkackt habe. So, jetzt muss ich mich schnell sterben. Ah ne, warte mal, das sind die kleinen Mobs. Die gehen tatsächlich, die könnte ich umhauen. Da gibt es welche, wo du so große Viecher killen musst, die dauern ewig zu töten. Wobei, auch die brauchen hier ewig. Ungünstig. Na, weiß ich nicht. Wäre es wahrscheinlich doch schneller gewesen, wenn ich mich sterben hätte lassen, ne? Meine Convoke hebe ich jetzt aber trotzdem mal auf für den Boss dann gleich. Nehmen wir wieder eine Eule. Da die Frage, wenn ich eine Eule getroffen werde von dem Shit? Gerade noch ein Bären gegangen. Könnt ihr... Oh fuck, jetzt kann ich den nicht interrupten. Kicken kann ich ihn? Okay, jetzt mach das nochmal. Das Rentieren. Ja, jetzt waren wir gefeiert, oder? Ah, ich hab den anderen Mob gekickt, hätte ich nicht machen sollen. Hätte ich nicht machen sollen. Schauen wir mal, was kann er droppen? Er kann 1, 2, 3, 4 Items droppen, ne? Das sind ja alles T-Mog-Sachen, die man so lernen kann. Hey, ich grüße dich. Warum kein Convoke in Bärenform? Was wesentlich weniger Schaden macht. Also, wenn du die Convoke zündest, dann ziehst du hauptsächlich die Fähigkeiten, die deiner jeweiligen Form entsprechen. Ne? Wenn ich in Bärengestalt quasi Convoke ziehe, dann zieht er halt Bärenfähigkeiten. Hauptsächlich zumindest. Wenn ich in der Eule Dings Convoke ziehe, seht ihr, schmeißt da Ding rein. Die machen halt wesentlich mehr Schaden. 39.000, 35.000 Schaden. Solche Spells. Jetzt hau ich einen Bären drauf. 5.000, 4.000, 3.000, 5.000. Seht ihr das? Sprich, immer die Convoke. Also, außer du tankst jetzt in irgendeinem Raid oder in einem Dungeon, ne? Aber in einer anderen Form ziehen, ganz klar. Da machst du viel, viel mehr Schaden mit. Es kommt dann ein bisschen drauf an, was du hier geskillt hast. Wenn du Eulen-Affinity geskillt hast, ziehst du eine Eule. Wenn du Katzen-Affinity geskillt hast, ziehst du eine Katze. Und wenn du Heal-Affinity gezogen hast, ach fuck, jetzt hab ich mich vieren lassen, dann solltest du, ja gut, dann kannst du ein bisschen mitheilen. Wie gesagt, also was in welcher du es ziehst, ist halt abhängig, welche Affinity du quasi hast, ne? Wenn du dann noch Heart of the Wild hast, ziehst du quasi Heart of the Wild. Dann machst du nämlich in der kurzen Zeit, je nachdem, was du für eine Affinity hast, mehr Damage. Und ich kann als Bär richtig Single-Target rausrotzen, also auch unabhängig von Torghast, halt quasi jetzt in Dungeon oder Raids, wenn ich halt Heart of the Wild ziehe, in die Eule gehe, Convoke rausziehe, kannst du teilweise bis zu 20k DPS auf ein Single-Target am Anfang, also einen Peak haben, ne? Das flacht dann natürlich wieder ab. Wenn ich das im Bären mache, habe ich vielleicht 4 oder 5k DPS. Also, das ist dann eine ganz andere Welt. Jetzt gehe ich wieder in die Eule. Convoke drauf, seht ihr, 17k, hier 34k, 17, 30k, also da fliegt dann wesentlich mehr drauf. Klar, jetzt ist es natürlich hier ein bisschen verstärkt, ganz so viel machst du natürlich nicht jetzt außerhalb von Torghast, aber es ist auf jeden Fall eine nice Geschichte. Na, Freilich, ich grüß dich. So, okay, jetzt schauen wir mal, was wir da noch kriegen. Einfach gar nichts, perfekt, Anima haben wir bekommen. Super. Aber der kann anscheinend auch den Ding droppen, ne? Also mein Addon hat mir gerade angezeigt, dass der auch das Geschirr droppen kann. Also von dem her ist es vielleicht gar nicht so schlecht, den umzuhauen. Gut, dann sind wir hier durch. Habe ich das erste Torghast-Achievement. Ich hatte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir das hier noch irgendwie schaffen. Aber ihr habt gesehen, selbst wenn ihr Kack-Trades kriegt, so wie ich gerade, und euch ein bisschen aufregt, manchmal muss man sich, glaube ich, ein bisschen aufregen, funktioniert das. Und ja, dann drücke ich euch die Daumen. Alternativ könnt ihr halt warten, bis ihr einen Set-Bonus habt. Ich dachte mir jetzt, komm, wird schon irgendwie klappen. Gut, ich verabschiede mich dann für die kleine Aufnahme und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.